Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien, mit Alexander, den Großen 2.0, seinem kleinen Bruder, der 150 Jahre oder so nach ihm gelebt hat. Und ja, da schauen wir mal, was uns die nächste Folge bringt, oder nächste Runde. Also, ich glaube kaum, dass der hier angreift, weil das wäre ein bisschen doof, das wäre ein bisschen dumm von ihm, weil die Stärke von Parthien war, Alter, die Stärke von Parthien war wirklich der, die Feldschlacht wegen ihrer Beweglichkeit, wegen der Mobilität, und ja, das war auch die Achillesferse von denen, ja, die Burgen oder die Festungen zu erobern. Mein Herr erwartet. Ja, schön. Nein. Genau. Quasi wie bei Game of Thrones, die. Warte, wo ist das? Warte, wo ist das? Rebellen. Ah, ja, das könnt ihr haben. Das könnt ihr haben. Das hat ein. Ach so, dadurch haben wir ja die Verbindung verloren. So. Warte, welcher Held ist gestorben? Von wem? Von dem. Da bekommt er gleich einen neuen. Ah, das sieht doch gut aus. So. Hier werden wir. Entschuldigung. Genau, ja, jetzt. Wieso können wir den eigentlich nicht mehr sehen? Das war doch. Warte. Gut, dann werde ich jetzt mal. Hier den ersten Platt. Da aggressiv rein. Versklaven. Ah, oh, nee, verdammt, jetzt habe ich ihn getötet. Entschuldigung. Ja, wenn ich ihn jetzt hinterher jage, sind die tot. Deswegen mache ich das erstmal nicht. Du schaust mal da, was es da noch alles gibt. Okay. Ja, Pergamon macht hier auch tüchtig weiter, ne? Also. Der will jetzt nach Dura rein. Gut, dann werde ich mal Alexanders Vermächtnis nochmal nach Hause schicken. Das war dumm. So. Und hier werde ich mal einen neuen Spion ausheben. Ausweichen ist gut. Machen wir hier. Ah, sogar mit. Geheime Aktion. Geheime Aktion. So. Und nochmal. Cool. Jetzt aber wieder mal Bewegungsreichweite, Verstärkungsrate, Kosten. Söldner. Königliche Kaserne. Das gibt mir dann, glaube ich, auch die heftigen Kavalleristen, ne? Etairen.
Raute, sehr guter Angriff, durchschnittliche Abwehr, durchschnittlicher Rüstungsdurchschlag, gute Moral. Okay. Gut, Fraktion steigt auf. Bezeugte Perle, bla bla bla. Armee zerstört. Bündnis geschlossen. Okay, alles klar. Nächste Runde mit dem Agenten werden wir dann Persepolis einnehmen. Und danach, ja, mal schauen, was jetzt mit den ganzen Armeen hier passiert. Okay, Sparta, was machst du denn da? Ich könnte den Neapolis einnehmen. Vielleicht mache ich das auch. Einfach just for fun. Gut. Weiter. Ah nee, darf ich ja gar nicht. Ew. Da war ja Makedonien nicht. Schade. Aber das wäre lustig gewesen. So. Friedensabkommen. Wir sehen wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Ja, ich aber. Also. Ja, das war jetzt klar, aber das mache ich trotzdem, weil es könnte ja sein, dass er sich so dämlich anstellt. Also das ist mehr oder weniger so eine 50-50 Chance, ob der sich jetzt clever anstellt oder richtig dämlich. Quasi, also die Fernkampf-Kavallerie als Nahkämpfer abstempelt. Oder benutzt halt. Aber wo stelle ich mich auf? Ich würde sagen, ich stelle mich hier auf. Die stelle ich da auf. Und die stelle ich da auf. Die sollen halt nur ein bisschen die Schüsse fressen. Ist eigentlich schon brutal, aber naja, es sind halt Bauern, ne? Unser General wird angegriffen. Entschuldigung. Ja, aber der greift trotzdem den General an. Aber manche schießen auch hier drauf. Na, das findet er nicht so geil. Das ist gut. Aber ich finde es nicht so geil, dass er jetzt wirklich hier die angreift, ne? Wie er sofort weiß, dass ich ihn angreife, ne? So eine krasse Seine. So immer vor und zurück, so dass er eher nicht mehr so tüchtig angreift. Aber ich muss schon sagen, er stellt sich nicht dumm an. Er benutzt wirklich seine Fernkämpfer, um anzugreifen. Und das ist, finde ich jetzt nicht ganz so toll. Ja, wohin gehst du? Was passiert hier gerade? Das mag ich gar nicht.
Die Männer wanken. Ja, und der hat es sehr gut gemacht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen genau vor der so Schlacht. Genau so muss man es machen. Das ist ein schändlicher. Ha, gut. Ja, 100. 400. 400, Alter. Nee, so viele hatte ich gar nicht da. Ein bisschen. So, entscheidende Niederlage. Aber ich glaube, ich habe ihn trotzdem ein bisschen ausgedünnt, so dass er dann meine Hauptarmee hinterher kann. Ja, dann wenigstens zwei habe ich erledigt. Ja, okay, dann, ja, nee. Da kommen, da sind jetzt zwei Armeen. Da brauche ich nicht nichts versuchen. So, da bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Weil, soweit ich weiß, also vielleicht habt ihr was anderes gehört, aber soweit ich es weiß, Alter, echt jetzt? Wow. Ja, der hat Katapulte. Da brauche ich nie. Oder warte. Sind die stationär? Probieren wir es mal. Soweit ich es weiß, hat Alexander keine. Er hatte keine Plänkler-Kavallerie, sondern wirklich nur Nahkampf-Kavallerie. Aber ich könnte mich auch irren, aber ich glaube wirklich, dass er nur das hatte. Okay, also hier einmal. Ich werde mal mit meinen Schiffen versuchen, hier hinzugehen und seine Ballisten auszuschalten. Ja. So, der Plan. Mal schauen, ob es funktioniert. Kann man mal vorspulen. Der schießt jetzt auf meine Schiffe. Wow. Oh. Oh. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt sowas von nicht gerechnet. Eine gesamte Einheit. Damit habe ich sowas von nicht gerechnet, dass der. Wow. Und jetzt? Unser General wird angegriffen. Bereit! Geschossen, Infanterie! Bereit! Ruhe für Makedonien! Feuer!
Männer wanken. Ja, okay. Wieder einmal richtig gut gehandelt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Also wirklich, also wenn man so eine große, also so eine erhöhte Anzahl von Einheiten hat, dann wirklich von allen Seiten einkesseln, angreifen. Und ja, ich hatte nur zwei wirkliche Nahkampfeinheiten. Und ja, super, cool. Und das hat mich überrascht, dass er gecheckt hat, dass er auf die Schiffe ballern muss. Voll cool. Auch wenn es jetzt wieder ein bisschen blöder wird hier oben, aber Alter. Ich glaube, da muss... Wenn ihr wirklich euren Göttern dient, denkt sorgsam. Okay. Erpressung. Gerüchte widersprechen. Nahrungsmittelknappheit, warum auch immer. Sklavenprobleme schauen wir uns gleich an. Ich hatte gerade richtig viel Nahrung. Aber, naja. Gut, Verteidiger Pellas, wir brauchen dich wieder. Was hast du denn? Du könntest nochmal eine Kavallerie gebrauchen. Gut, hier oben brauche ich dich jetzt nicht mehr. So, jetzt schauen wir mal. Genau. Genau, dann nächste Runde werden wir hier mal ein bisschen... Ah, diese Wolken hier, ne? Hier. Wow, jetzt habe ich hier zweimal Dings da gemacht. Okay, er kommt nur hier rein, okay. Dann ausbilden. Gut, dann nächste Runde werden wir die beiden wieder zurückerobern. Und ich muss schauen, dass ich... Ja. Hier wieder eine kleine Armee aufbaue. Ja, hier gibt's halt nichts zu holen, ne? Warte, was ist denn hier jetzt los? Einer eurer Magistrate beschwert sich über den Mangel an Sklaven in seiner Provinz. Er ist der Ansicht, zusätzliche Sklaven würden die Produktivität seiner Länder steigern und der lokalen Wirtschaft helfen. Mehr kaufen und sie härter arbeiten lassen. Dann kaufe ich halt. Gut. Der bekommt eine Frau. Der bekommt nichts. Okay. Hinterhalts braucht er momentan nicht. Gut. Dann würde ich sagen... Genau, nächste Runde schauen wir uns dann... Genau, die Katila an und die Pater. Und dann werden wir natürlich Bactrien mal einen Besuch abstatten. Wir können aber auch eine neue... Eine neue Armee aufstellen. Aber, warte mal, wir haben Vermächtnis, wir haben Dareyes Untergang und jetzt Stolz. Vermächtnis, ja, kann ich nicht. Ja, ist hier gut, ist hier gut.
So, Armee aufstellen. Dann bitte mit... ja, Peltassen sind eigentlich ganz gut. Ja, nee, Kavallerie. So, dann Thessalische. Ja, Thessalische ist gerade ganz gut. Dann Leinenpikeniere, Leinenschwertkämpfer. Und Fernkämpfer haben wir halt nicht wirklich. So. Gut. Jetzt können wir endlich wieder eine ganze Armee aufbauen und haben halt genug Kohle noch übrig. So, öffentliche Ordnung ist hier eigentlich ganz gut. Du kannst wieder... Oh, warte. Der kann hier noch weiter gemacht. Warte. Ja, nee. Also du bleibst halt da, du stehst eigentlich ganz gut. Du schaust mal, was Persepolis ist. Du scoutest weiter. Du scoutest mal hier rein. Okay. Ja, nee, dich hol ich mal zurück. Gut. Dann ist es schon wieder soweit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye.